Meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen von Oskar am Freitag TV. Nicht das erste Mal sind wir heute im Wald und nicht das erste Mal mit dem Forstamtsleiter Dr. Gerhard Struck hier unterwegs. Hintergrund ist, Herr Struck, der Vorstand des Thüringer Forstes hat vor einigen Tagen einen sehr dramatischen, wie ich finde, sehr dramatischen Beispiel gefunden für die Situation im Wald gerade. Er sprach von einer biblischen Plage letzten Endes, also das Ausmaß dessen, was die Borkenkäfer hier angerichtet haben, hat das also auch für ganz Thüringen gesagt. Ich würde mich natürlich gerne konzentrieren auf das, was im Landkreis Gotha passiert ist. Wie sieht denn da der aktuelle Stand aus? Also der aktuelle Stand ist so, dass wir Stand jetzt schon ungefähr die doppelten Schäden haben von dem, den wir im gesamten letzten Jahr gehabt haben. Das hat sich eigentlich in den letzten 3-4 Jahren immer fortgesetzt, also jedes Jahr ungefähr das Doppelte von dem, was war. Und am Jahresende, denke ich, werden wir sicherlich um die 400.000, 500.000 Festmeter Schadholz im Forstamt zu verzeichnen haben, in Summe über alle Waldbesitzarten hinweg. Kann man es andersrum darstellen? Wie viele Hektar, wie viel sind betroffen? Ja, also Hektar kann man fast sagen, der gesamte Fichtenwald ist irgendwo betroffen, aber in unterschiedlich starkem Ausmaß. Wir haben Schwerpunkte rund um Friedrichroda, wo wirklich mehrere zig Hektar kahl gefallen sind durch den Borkenkäfer. Wir haben einen Schwerpunkt rund um den Raum Ohrdruf-Luisenthal, wo allein die Stadt Ohrdruf über 150 Hektar Kahlflächen zu verzeichnen hat. Und in Summe dürften das sicherlich um die 2.500-3.000 Hektar sein, die jetzt im Forst am Finsterbergen momentan, ich sag mal, mehr oder weniger ohne Fichtenvorrat dastehen. Ohne Vorrat heißt noch lange nicht, dass kein Wald mehr da ist. Da, wo schon Naturverjüngung ist, ist also schon der Wald wieder in Verjüngung. Und den Rest der Flächen, da werden wir dann schauen, wie viel Naturverjüngung kommt. Innerhalb von 6 Jahren müssen die wieder aufgeforstet bzw. in Bestockung sein und wo wir dann gegebenenfalls auch ergänzen müssen. Nun scheint ja auch das ganze Thema mit Feuchtigkeit, also Regen haben wir ja nur einigen dann doch gehabt, nochmal eine etwas andere Sichtweise für den Laien ausgelöst haben. Wie ist denn so Ihre Einschätzung? Also es hat zwar jetzt wirklich dauerhaft und stark geregnet, aber was hat das, war das der Tropfen auf dem heißen Stein oder? Ja, das kann ich noch nicht ganz genau einschätzen. Also zum einen ist es so, dass natürlich diese Niederschläge jetzt erstmal den Waldboden wieder durchfeuchtet haben. Unser forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum in Gotha wertet das sehr genau aus für die einzelnen Regionen in Thüringen. Und zumindest für die Höhenlagen im Thüringer Wald, die unser Forstamt betreffen, ist der Bodenspeicher erstmal wieder voll Wasser. Das ist gut. Das ist erstmal sehr gut, auch vor allen Dingen für die nachfolgende Verjüngung. Wie weit die Altbäume jetzt damit noch haushalten können, das ist eine ganz schwere Frage zu beantworten, weil ich nicht weiß, was in den letzten Jahren an Wurzelwerk verloren gegangen ist und können die jetzt noch genügend Wasser pumpen. Fakt ist, der Borkenkäfer selber, der hat bei uns einen Schwerpunkt gehabt vor etwa 3 Wochen vom Schwarmverhalten her. Das ist in den letzten 2 Wochen deutlich zurückgegangen, mit in dieser Woche kaum noch geschwärmte Borkenkäfer. Aber die Entwicklungszeit eines Borkenkäfers sind ja ungefähr 6 Wochen, sodass wir das Ausmaß von dem Schwarmflug von vor 3 Wochen erst in 2,5 bis 3 Wochen dann sehen werden. Und erst dann kann man beurteilen, wie haben sich jetzt die Niederschläge ausgewirkt. Es kann sein, die haben den Borkenkäfer das Wachstum der Larven etwas verzögert. Es kann sein, dass die Bäume ein bisschen besseres Abwehrverhalten haben. Aber in Summe, und da muss ich unserem Vorstand recht geben, in Summe ist es tatsächlich so, dass wir auf eine Welle treffen, die ist historischen Ausmaßes. Das hat es so noch nicht gegeben. Wir haben ja auch hier in der Forstbetriebsgemeinschaft große Kahlflächen, haben darauf auch jetzt, dann, nachdem die abgeholzt worden sind, dann eine neue Art von Käferfallen aufgestellt, weil wir mit denen glauben, ich glaube, Sie machen ja auch so ein Monitoring, dass wir einen besseren Überblick darüber bekommen, wie stark zum Beispiel das Schwarmverhalten ist. Wir werden es uns nachher nochmal für Sie angucken, meine Damen und Herren, wie das ausschaut da drin, dass man da mal eine Vorstellung kriegt. Wie ist denn im Moment aus Ihrer Sicht diese Zeitschiene? Sie hatten sie ja angesprochen, wir haben jetzt 3 Wochen weg. Also könnte man jetzt davon ausgehen, dass der nächste Ausschwarm erst in 3 Wochen kommt oder wie ist so die Zeitschiene? Also ich gehe davon aus, dass wir so ungefähr in 2 bis 4 Wochen, ganz genau kann man sich nicht festlegen, aber dass wir dann nochmal einen Schwarm sehen werden und dass wir dann auch nochmal erhöhte Borkenkäferfänge in den Fallen haben werden. Und dann werden wir auch sehen, wie sich jetzt diese zweite große Welle auf die Fichtenwälder ausgewirkt hat. Wir haben ja vor 3 oder 4 Jahren, als wir das erste Mal über das Thema hier berichtet haben, in Oskar am Freitag TV, haben wir damals noch diese Trinets gezeigt, also diese drei Beine. Seltsam. Ich bin nicht ganz im Stand der Dinge. Ich glaube, die sind so nicht mehr zugelassen. Wie mit welchen Fallen arbeiten Sie zum Beispiel? Und wie funktioniert das bei Ihnen? Also die sind nicht mehr zugelassen, das ist richtig. Grundsätzlich sind Fallen, Borkenkäferfallen für uns ein Mittel, um das Verhalten der Käferpopulation zu beobachten. Also einen richtigen Abfang erreichen wir dadurch nicht. Wir benutzen Prallfallen, das sind schwarze Kastenfallen. Da fliegen die Käfer vor. Innen drin ist ein Pheromon, ein Lockstoff. Die Käfer fliegen vor, fallen runter.
Dann werden die Fallen wöchentlich geleert und anhand der Milliliter Käfer, die dann in so einer Falle sind, können wir hochrechnen, wie viele Käfer da unterwegs gewesen sind. Und das gibt uns natürlich immer einen Eindruck darüber, wann schwärmt der Käfer. Also wann müssen wir besonders aufpassen, wann werden die Bäume neu infiziert und wie lange haben wir Zeit dann in der Aufarbeitung, damit wir auch versuchen, vor die Welle zu kommen. Das machen wir ja hier in der Forstbetriebsgemeinschaft auch. Das funktioniert bei uns übrigens im gleichen Prinzip. Ja. Und ich kann es bestätigen, also die letzten 3 Wochen waren fast keine Käfer mehr an den Fallen. Und es war auffällig ruhig. Und noch weiß man nicht so richtig, ob man damit durchs Dingste durch ist oder ob nicht. Wie schätzen Sie denn die andersrum gefragt? Also es ist ja auch immer das Thema Naturverjüngung, Aufforstung. Nun hat auch da Ihr Kollege gesagt, dass man darauf achten muss, wie der Zustand jeweils in dem Bereich ist, dass da, wo eben sehr viele Fichten stehen, man nicht einfach das der Naturverjüngung überlassen kann, dass man damit mit aktiven Bäumen reingehen muss. Gibt es von Ihnen Empfehlungen, was man in den einzelnen Regionen macht oder entscheiden das zum Beispiel, so wie bei uns der Alex, die Revierförster? Wie funktioniert sowas? Also das entscheiden in der Regel natürlich die Revierförster vor Ort mit den Waldbesitzenden. Im Staatswald gibt es ein Regelwerk, das ist unsere Dienstordnung Waldbau, nach der wir uns zu richten haben. Und da steht ganz genau aufgeschlüsselt, auf welchen Standorten passen welche Baumarten als Hauptbaumarten, welche mit Mischbaumarten und wie wollen wir da hinkommen. Fakt ist, wir haben erstmal Geduld und warten mal 2 bis 3 Jahre, weil durchaus die Naturverjüngung doch einiges auch an Mischbaumarten bringt, die wir mit Vorwaldcharakter behandeln können. Also Birke, Aspe, Lärche. Natürlich kommt auch wieder Fichte mit rein. Und dort, wo wir aber Gefahr laufen, wieder ganz reine Fichtenbestände zu kriegen, ohne dass die Naturverjüngung etwas bringt, da werden wir auch mit Ergänzungspflanzungen, Bergahorn, Buche, gegebenenfalls Douglasie, Weißtanne selbstverständlich versuchen, einen klimaresilienteren Mischwald herzustellen, als die Situation vielleicht aktuell gewesen ist. Wenn wir mal den Kameramann bitten, in die Gegenrichtung zu filmen, also in diesen Hordengatter, das wir vor ungefähr 3 Jahren angelegt haben, genau. Das ist ja überwältigend, wenn man da hinguckt. Also zumindest, ich habe es inzwischen gelernt, das zu sehen, was ich überwältigend finde, nämlich wie viele junge Bäume hier schon gekommen sind. Ja. Und das hat natürlich den Effekt gehabt, da haben wir keinen Verbiss gehabt. Wobei ich sagen muss, ich mache das ja nun schon auch etwas länger im Wald, das scheint nicht mehr unser Problem zu sein. Ist das mit dem Reh- und Rotwild und den Wildschweinen, hat sich das so jetzt eingepegelt durch das starke Bejagen? Also das ist wirklich eine ganz individuelle Geschichte, wie die Waldbesitzenden das regeln. Ja, sie arbeiten selber in der FBG, die Jagd in Eigenregie betreibt, weil sie ja sagt, Jagd ist für uns eine Investition in die Zukunft und wir müssen die Wildbestände so einregulieren, dass der Wald von alleine wächst. Es gibt auch Waldbesitzer, die andere Argumentationen haben und auch andere Ziele haben. Mhm. Bei uns im Staatswald ist es so, dass wir das in weiten Teilen eigentlich auch, ich will nicht sagen, schon komplett gelöst haben, das Wildproblem. Da muss man einfach auch am Ball bleiben. Mhm. Ja. Wir haben aber in vielen Teilen eben keine natürlichen Samenbaumarten, sondern nur die Fichte stehen. Mhm. Und woher soll eine gemischte Verjüngung kommen, wenn im Altbestand keine Altbäume da sind, die Samen schmeißen können? Ja, und da muss man dann eben doch aktiv ein bisschen helfen. Hier, das ist ein sehr schönes Beispiel. Hier ist, glaube ich, aktiv gepflanzt worden. Ja. Eichen sind gepflanzt worden. Aber wenn man sich umschaut, ist dazugekommen noch Eberesche, da ist Bergahorn hineingeflogen. Das ist eine Buche drin, wenn ich das richtig sehe. Da kommt auch wieder die ein oder andere Fichte mit. Also habe ich quasi jetzt in dieser Phase schon 4, 5 Baumarten etabliert, wo vorher eine war. Da wollen wir hin. Das ist auch ein sehr gutes Gefühl, wenn Sie das mitgepflanzt haben und Sie gehen dann rein und sehen, was dann noch so alles gekommen ist. Als ob Sie sich verabredet haben, hallo, kommt her, hier ist guter Boden und hier frisst uns keiner auf oder so. Also es macht zumindest deutlich, was sowas zum Beispiel ersetzen kann, weil natürlich auch diese Hordengatter zu bauen, ist ein relativ großer Aufwand. Wir hatten ja damals dafür Käferholz genommen, was nicht verbrauchbar war. Ja. Das wird ja auch nicht überall gemacht und man kann es natürlich auch nicht überall machen. Der Vorteil von diesen Gattern ist natürlich auch, und das ist ähnlich wie bei der Käferfalle, ein Monitoring. Ne? Mhm. Wenn ich mal ein kleineres Gatter baue, und das ist jetzt hier auch kein riesengroßes Gatter, aber dann kann ich doch feststellen, wie groß ist der Wildeinfluss. Denn tatsächlich, also was kommt im Gatter und was kommt außerhalb des Gatters? Und daran kann ich dann schon sehen, muss ich da gegebenenfalls noch gegensteuern oder nicht. Ich habe zum Beispiel in Naturverjüngung habe ich da hinten eine wunderschöne Kiefer gefunden, die also inzwischen so hoch ist, die auch vermutlich vor 2 oder 3 Jahren beknabbert worden wäre. Ist sie nicht. Sie wächst. Super. Schön, klasse. Umso besser. Danke. Danke auch. Meine Damen und Herren, wir sind extra noch mal ein bisschen den Berg hochgekrabbelt, weil ich hatte ja vorhin von dieser wunderbaren Tanne hier gesprochen, die man so im Hintergrund sah. Das ist er. Ist er nicht prachtvoll? Also 4, 5 Jahre mindestens alt. Ganz, ganz prima, gerade nach oben gewachsen. Völlig unverbissen. Ist das nicht klasse?
Ja, und weil wir gerade beim großen Aufklären sind, ich bin nicht das Rotkäppchen mit dem Körbchen, sondern das habe ich bei mir, wenn ich die Fallen kontrollieren gehe. Aber auf dem Weg daher habe ich dieses hier gefunden. Das ist ein schmalblättriges Weidenröslein. Und das ist deshalb so besonders, weil es anzeigt, dass hier keinerlei Wildverbiss ist. Also genau wie wir es also auch mit Herrn Dr. Struck schon gehört haben. So sieht das Ding aus, meine Damen und Herren. Wenn Sie durch den Wald sehen und Sie sehen das, dann wissen Sie, dort wächst Wald frei vor sich hin. Also Rotkäppchen ist jetzt am Ort des Begehrs angelangt. Das ist eine von den Käferfallen. Das Besondere an der Geschichte ist, wir haben also, wie es auch schon vorhin Herr Dr. gesagt hat, Pheromone, die die Käfer anlocken. Dann kommen die angeflogen, wollen natürlich da rein, weil die glauben, das ist entweder ein Weibchen, was dort auf sie wartet, oder das ist ein Baum, in dem man sich wunderbar einbohren kann. Muss ich nur wieder reinfädeln jetzt hier. Und fallen dann natürlich, wenn sie hier auf diese Trichter, das machen wir nachher noch eine Detailaufnahme, dass man das sehen kann, wenn sie in diese Trichter reinfallen, fallen sie am Ende durch bis hier unten in die Fangschale. Die ist justiert und meine Damen und Herren, es riecht schon gar nicht gut hier. Das bedeutet, dass es hier drinnen neben lebenden Käfern, die ich gerade auch schon sehen kann, etliche Tote gibt. Wie Sie sehen, einige von den Borkenkäfern hier, die fliegen noch, die können immer noch fliegen. Die kommen aber nur dadurch jetzt raus, weil sie aus dieser Fangfalle rausgekommen sind. Das sind, wie gesagt, die Käfer, die jetzt reingefallen sind. Und der Test dafür, wie viele Käfer das ist der vorhin angesprochene mit dem Messbecher. Ich kippe die jetzt einfach hier rein. Muss natürlich aufpassen, dass sie mir nicht flöten gehen hier. Und habe dann zum Beispiel noch hier jede Menge schon inzwischen tote Käfer drin. Die kriege ich natürlich nicht mit in den Becher rein. Aber dann kann ich anhand der Höhe des Füllzustandes des Bechers, Moment, ich schüttel mal, das sind jetzt hier 100 Milliliter. Das ist jetzt die Ausbeute von einer Woche. Das ist also hier laut Messbecher etwa 80 Milliliter von den Käfern mal 40 sind 3200. Das ist also noch nicht sehr beängstigend, aber es deutet an, sie sind noch dabei beim Ausschwärmen. So. Die kommen jetzt erstmal in den großen Tank rein hier, weil die werden dann dem Kreislauf zugefügt. Im konkreten Fall geht das an ein paar Hühner, die sich freuen über das Protein. Dann muss ich natürlich hier das Ding sauber machen, wo jetzt noch die toten Käfer drin sind, weil das riecht tatsächlich nach Tod, stinkt, um es so deutlich zu sagen. Und dann hauen die natürlich ab, wenn sie sowas riechen. Und die spüle ich schlichtweg einfach jetzt mit Wasser raus, weil diese Käfer sind tatsächlich tot. Da tue ich hier niemandem einen Schaden. Auf alle Fälle ist das hier ein komplizierter, wie die meisten Standorte. So, warte, ich mache es mal hier so ein bisschen so, dass du es so sehen kannst. So, wieder sauber. Deckel auf Flasche, Schutzgitter kommt jetzt hier rein. Das Schutzgitter hat die Funktion, wenn es drin ist. Moment, ich zeige es dann gleich. Wenn das nämlich jetzt hier drin ist, können die Käfer nicht also durch die Öffnung nach unten durchfallen. Also die sind dann tatsächlich hier in dem Container eingesperrt. So, dann gibt es hier Bohrungen, die müssen übereinander passen. Und dann wird der ganze Spaß hier wieder eingefädelt und mit dem Splint gesichert. Zack, bumm. Nächste Woche um die gleiche Zeit bin ich wieder hier und kontrolliere dann weiter. Und weil ich mir das natürlich nicht merken kann, wie viel das jetzt gewesen sind, schreibe ich es mir in mein Buch und übertrage das dann in eine Tabelle. 3200 Käfer waren das hier nach der Schätzung. Und der Ort ist die Rodebachmühle. Der Rodebachweg, besser gesagt. So ist korrekt. Ich denke schon wieder an die klappernde Mühle. Und das war's, meine Damen und Herren, und wir sind rum.